Hallihallo und herzlich willkommen. Das ist der Joker. Du bist doof. Der Joker, der lacht immer so. Wisst ihr ja, ein Joker muss lachen. Ein also, Joker, der doof. Ein Joker, der nicht lacht, muss sterben. Das ist wie mit den Haifischen. Die dürfen auch nicht aufhören zu schwimmen. Stimmt, ja, ganz doof, ja. Sonst sterben die. Ist das eigentlich wirklich so oder ist das nur so ein Mythos? Das ist wirklich so, ja. Das ist wirklich so. Die müssen die ganze Zeit schwimmen und wenn es nur auf minimal ist. Aber sonst, weißt du sowas nicht? Ja, naja, ich weiß es schon, aber ich, keine Ahnung. Es ist ja, heutzutage kann man ja durch das Internet überhaupt nicht mehr wissen, was jetzt wirklich wahr ist oder nicht, weil jeder sein Geschmarri da von sich gibt und der Meinung ist, dass es so wäre. Hatte ich erst vor kurzem hier auf Facebook, war wieder so ein Bild, da sieht man einen Rudel Wölfe langlaufen, ja? Ja. Und vorne dran sind irgendwie drei, die laufen irgendwie ganz komisch und der behauptet, es wären die kranken Wölfe. Ja. Dann hinten dran laufen irgendwie vier, das sind die stärksten Wölfe, dann läuft der ganze normale Pulk, ja? Ja, ja. Und ganz zum Schluss laufen nochmal ein paar starke und dann ganz als letztes das Alpha-Tier angeblich, ja? Okay. Und Alpha ist doch immer vorne eigentlich, oder? Nee, der passt halt auf das Rudel von hinten auf, dass keiner abhanden kommt und so weiter und dass sie nicht von hinten angegriffen werden und so fort, ja? So, das ist dem sein Vorschlag gewesen. Warte mal, erzählt jetzt Bins Löwenzahn. Ja, aber pass auf. Und dann geht's aber in den Kommentaren los, das stimmt überhaupt nicht und das, selbst das mit den Alpha-Tieren stimmt nicht und hier und da. Und dann erzählt jeder sein Senf dazu und am Ende weißt du gar nicht mehr, ja, was stimmt denn jetzt eigentlich und was nicht. Und jeder hat eine andere Meinung dazu. Und deswegen meine ich ja, unsere Eltern haben auch gesagt, wenn man schielt, dann kann das so bleiben und es geht dann nicht mehr weg. Das stimmt auch nicht. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt wirklich nicht. Ja. Aber der hätte es auch zum Augenarzt gehen können, hätte ich es auch gesagt. Ja, aber verstehst du, den Eltern glaubt man das halt. Und ich war mein ganzes Leben der Überzeugung, dass das so ist. Bis es mir mal von jemandem gesagt worden ist, dass es nicht so ist halt, ja. Das ist einfach, ja, das ist nicht so einfach. So, jetzt muss ich aber mal hier was machen, ey. Ich stehe hier rum und laber. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier gleich die ganze Hütte abgebaut, damit wir einen neuen Fußboden haben. Vorher muss ich mit Erdblöcken ja wieder da was hinbauen, damit wir den Fußboden auch hinbauen können. Bla bla bla. Ich nehm die Holzblöcke nehme ich mit. Ja, ich auch. Daraus mache ich ja dann unser Lager, weißt du? Aber da, wo die Tür rausgeht, oder? Ja, dann müssten wir noch ein bisschen Erdblöcke dahin machen, damit wir es auch bauen können, nicht? Weil die Holzblöcke können angeblich nicht schweben. Ach so? Wirklich? Ja. Ja, das ist das Komplizierte an der Sache. Alles klaro. Die haben eine Physik, ist ja abgefahren. Doch geil, oder? Ja, irgendwie realistisch, aber auch irgendwie ungewohnt. Doof. Ungewohnt. Realismus kennt er gar nicht. Ja, naja, Minecraft und so. Ein kleines Kämmerchen, der weiß gar nicht, wie es draußen aussieht. Ja, aber jetzt, warte mal, das kann gar nicht sein, weil schon mal her, hier oben sind doch auch Holzblöcke. Ja, deswegen, ich hab mich auch gewundert, deswegen. Aber ich konnte es nicht bauen, ich hab's ja versucht. Ich versuch's nochmal. Ah, ich kann auch mit einem Pfeil auf die Holzblöcke schießen und dann werden sie auch abgebaut. Ja, du kannst mit allen möglichen Sachen, das haben sie ein bisschen doof gemacht. Überhaupt genug Runensteine, dass du hier auch einen Raum machen kannst? Ich frag nur. Boah, das sonst ist... den Fußboden machen. Alter, braucht man ja 30 Milliarden Stunden, bis man mal irgendwas Vernünftiges gebaut hat, ey. Ja, deswegen, guck mal, deswegen finde ich es unlogisch, dass du von Insel zu Insel wechselst und dann überall neu anfangen würdest. Ist doch Schwachsinn. Da machst du lieber eins als Heimatinsel, da baust du und das andere nimmst du, um alles einzusammeln. Genau. Logisch, ne? Komm hier. Allerdings, wenn wir hier richtig das Bauen anfangen, dann wird die Insel hier irgendwann zu klein werden. Deswegen erweitere ich sie ja. Ja, aber das ist ja auch ein Riesenaufwand und irgendwann hast du auch keine Erde mehr. Ey, nicht so an. Dann nehme ich sie von woanders mit. Oh. Du Dieb, du. Ich bin ja flexibel. Ein Dieb. Teste das jetzt mal, ja? So, und jetzt hat, ich glaub's erst, wenn ich's gesehen hab. Nee, geht nicht, hab ich so gesagt. Ja, warte mal, das wird sich noch rausstellen.
Veredelter Holzblock. So, der kommt mal dahin. Hui. Ich finde die Musik so niedlich. Die ist genug wie ich, ne? Vielleicht mal wieder die Kiste hin, damit wir... So, okay, also. Hier. Fleißig, ich bin wieder... Das geht doch. Was hast denn du? Geht das dann bei mir nicht? Was soll denn der Scheiß? Und ich baue mir hier Erdblöcke wie bescheuert. Ja, naja, eigentlich ist es ja nicht schlecht, wenn noch Erde drunter ist, dann... Da siehst du, dann fallen wir wesentlich runter, wenn du wieder auf blöde Ideen kommst. Genau. Oh, jetzt hab ich draufgebaut. Da muss man echt, bevor man den Linksklick macht, muss man wirklich... Aufpassen, wo du hinläufst, ja. Genau schauen, ist es jetzt wirklich da, wo es sein soll, oder... Ah, oh, ja, jetzt hab ich beinahe... runtergelatscht. Oh, das ist ja... Ah, gibt's ja auch so einen Knopf wie in Minecraft, dass man nicht runterfallen kann? Wie schön, da ist eine Kiste. So mit Shift? Was? Gibt's ja nicht. Schon probier gerade, gibt's nicht. Wir sind wieder im Lager. Bist du bei dem Versuch gestorben? Nee, ich stehe doch neben dir. Ich hab 4 Fackeln, die könnten wir da ja... Die Baumwolle da wieder rein, ne? Boah, ist so unnötig mies. Platz weg. Ah, ach so, ah, so geht's auch von oben. Ah, schön, 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 schön. Das finde ich gut. Das finde ich toll. Das finde ich jetzt echt übrigens, toll. Übrigens, Heiltränke macht man aus Wasser und Beeren, ne? Nur so nebenbei. Rezept ich hab für den klassischen Tisch. Ich hab schon immer gewusst, dass Cranberry-Saft heilende Wirkung hat. Ich hab 3 Footballer, ich weiß nicht warum. So, wie weit kommen wir da noch? Ich glaube, eine Reihe schaffe ich noch. Oder? So, die Kiste ist jetzt voll, ne? Geschafft. Voll. Die ist voll. Ich habe auch noch eine Kiste. Wo also da... Man geht hingestellt. Da drüben kommt eine Wand hin. Dann stelle ich die Kiste mal dort dahin. Truhe 2? Ich will doch Truhe 1. Wieso kann ich nicht mehr Truhe 1 bauen? Jetzt kann ich nur... Achso. So, hier. Und alles schön da reinhauen. Und mein Erz hast. Erdblöcke habe ich sau viele. Brauchst du Erdblöcke? Nee. Cool. Nee, gerade nicht so. Agave. Ich brauche eine neue Spitzhacke. Ja, das wäre nicht schlecht. Aber wir... Meine alte mal eben wegschmeißen. Ein Schleifstein. Was braucht man für einen Schleifstein? Ich habe 7 Schleifsteine, was willst du damit? Ja, reparieren. Ja, ich weiß nicht, wie das geht. Ja, doch. Ja, das war eine geile Antwort. Ja, doch. Gib mal einen her. Wie geht denn das? Jetzt kommt's wieder, wie kann ich dir das geben? Ich hab's ja hier. Und dann schmeiß es halt einfach auf den Boden. Geht das? Achso, warte, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ich hab sie dir gerade gegeben. Ah, und wie ging das jetzt? Ich hab's einfach auf dich draufgezogen. So, Schleifstein. Stellt beim aktuellen aktiven Gegenstand 50% Haltbarkeit wieder her. So, okay. Aktueller... Nochmal Licht. Blablabla. Bla. Was hast du denn hier für eine Scheiße? Ach, das soll eine Treppe sein. So, 7. Hä? Was? Alles gut. Was? Alles gut. Ah, 4 war's. Oh, okay. Mann, ah, so geht's. Ich hab's repariert. Super. Pass auf, cool. Ich erklär's dir gleich. Ich hab mal Licht gemacht, ne? Du kriegst allerdings nur noch 3. Aber du brauchst sie ja nur für deine Spitzhacke, oder? So, wie hast du mir das jetzt gegeben? Ach, auf mich rübergezogen. Also auf dich. Mit aus Escape? Dem Inventar raus. Nein, du nimmst es, ziehst es aus dem Inventar raus, dann wird's lila und dann ziehst du auf mich damit und dann lässt du los. Hier. Tage später. Danke. Achso, ich hab's jetzt einfach rausgeschmissen. So, jetzt musst du es unten in die Leiste ziehen, den Schleifstein. Hab ich. Dann gehst du auf deine Spitzhacke. Hab keine mehr.
Okay, dann ist natürlich schlecht. Und dann gehst du da drauf und dann musst du die Taste, die... Hast du die Kiste wirklich dahingestellt? Ja, wieso nicht? Warum? Wieso hier an die Wand? Oh, ich hab's in Ordnung. Ich hab's sie verkehrt rum außerdem hingestellt. Ist egal. Nee, da geht doch unsere Wand entlang. Bist du des Wahnsinns? Ja, na und? Nein, die Wand, die geht hier außen lang. Wir müssen den ganzen Boden ausnutzen. Dann ist es halt da ein bisschen, das ist halt alles ein bisschen popetrisch. Das schaut immer schöner aus. Also komm jetzt mit. Wohin? Wir haben nur noch 5 Minuten, um Kohle zu besorgen. In die andere Welt rüber. Oh, ja, ich komme. Das war da hinten, war das Portal, oder? Nee, warte mal, wir können ja porten. Wie ging das nochmal? Hier, ich porte. Oder? M2. Auf M und dann dahin. Reisen. Staubige Berge. Richtig. Njam, njam, njam. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Oh, er ist wieder in den großen Anhalen. Spastische, epileptische Anfälle incoming. Ich glaube, ich sehe dich da vorne fliegen. Oder ist das alles nur Einbildung? Es sind 14. Also, ich bin da. Jetzt fängt es wieder das Roggeln an. Du bist witzig, ich habe keine Spitze. Was soll ich denn dann hier? Ja, bist du ein Vollvogel? Ja, keine Ahnung. Wie gut, dass ich da unten eine Werkbank habe. Du kannst ja drüben eine bauen. Ich hab doch hier eine Werkbank. Oh, hier ist ein Riesenorg. Wieso bist du jetzt schon wieder drüben und ich nicht? Das ist ja Frechheit. Drüben. Ich hab keinen Stein. Oh, 4 Steine. Ein Stein her. Hier gibt's so gar keinen Stein. Also das ist ja schon mal was mich extrem ankotzt an dem Game. Dass ich einen Stein gibt. Nee, dass ich so lange brauche, bis ich in deiner Welt bin. Aber das liegt keine Spitzhack gab. Das liegt aber bestimmt an deiner Internetverbindung. Ja, halt. Na, endlich. Wisst ihr doch, was jammerst du denn rum? So, jetzt baue ich erstmal hier den Kaktus ab. Ey, da kommen Tränke raus. Nein, nur Wasser. Daraus kannst du dann Tränke machen. Und Agavesprossen. Ja. Kollege, wir brauchen Kohle. Wo waren jetzt diese komische Mine? Die war da hinten rechts und 3/4 nach links. Wird angegriffen. Da ist doch Zeug. Ich mach ihn alle. Läuft der weg? Quarz. Boah, Alter, ist das viel Quarz. Aber eigentlich will ich ja Kohle haben. Ich hab den Troll gekillt. Cool. Dafür habe ich Kupfererz bekommen. Amethyst gefunden? Ach, du hast dieses Lederne gefunden, ne? Wir müssen Kohle, du Schussel. Kohle. Ja, aber das kann, ich kann dem immer wieder nicht widerstehen. Das ist. Ich hab keine Spitzhacke, ich kann nichts machen. Was ist denn das? Was ist denn das hier? Gegner? Das ist ein Gegner, ich geh weg. Die ist schon wieder kaputt. Geh weg. Boah, Alter, braucht man da lang dafür. Das? Was ist das für ein Stein hier? Bin ich. Rubinsteinblock. Ach, die brauchen wir doch. Die brauchen wir doch. Das ist doch für unser Haus. Warum hat es jetzt so lange gedauert? Weiß ich nicht. So, warum? Ja, das nehme ich mal mit. Da hinten ist ein Goblin? Ja, die sind einfach, die habe ich eben auch besiegt. Da oben ist schon wieder so ein Ruinenstein. Hey, jetzt warte mal, da ging es doch rein. Schau mal hier. Aua. Was ist denn? Autsch. Jetzt auf. Blöde Schildkröte. Warum treffe ich die nicht? Ah, dann ist er. Hier, schau, hier hast du dich auch runtergegraben gehabt. Ach so, ja, super. Oh, da sind ganz viele. Sterbt. Ja, die können mir nichts mehr. Achso, du kümmerst dich ja um die. Dann hole ich die Kohle derweil. Genau. Die war doch hier irgendwo, aber da ist sie nicht mehr. Die verschwindet dann, wenn du sie nicht einsammelst. Oh. Menno. Dann such mal. Ich brauche erstmal Fackel. Da hängt eine. Da hast du eingesammelt. Da müssen wir erstmal hier rüber.
Und da sind wieder ganz viele Viecher. Ich habe Rezepte für Sprengbomben. Cool. Und ich habe Kohle. Wo denn? Jetzt hat das eine Auge verloren. Ah, okay. Naja, noch besser. Aber dass die immer wieder spawnen, ist ja scheiße. Ach, jetzt jammer nicht rum. Jetzt schau, der, da ist er schon wieder. Ja, der verliert aber Kohle. Wo ist er denn jetzt? Da ist keine Kohle. Geht ja so. Da geht's nun da. Nirgends, wo ist Kohle? So, das ist ein Herz. Ein Herz brauche ich nicht. Ich aber. Da geht's nicht runter. Da hinten ging's ja auch nicht weiter, oder? Da warst du schon hier. Hier muss es doch irgendwo Kohle geben. Kann doch nicht wahr sein. Komm, ich putte mal da hinten weiter. Ich hab die Kohle. Glaube ich. Aber da ging's doch nicht weiter. Boah, hier war doch nur Erde. Weißt du. Komm, jetzt stell erstmal hier eine Fackel her. Kacke, ey, wo ist denn hier Kohle? Das Kohle? Puddel dann mal weiter. Muss doch hier irgendwo noch was sein. Doch scheiße ist doch das. Da ist Kohle, oder? Hä? Jetzt ist es immer eingesammelt. War das jetzt Kohle oder nicht? Hab welche. War eingesammelt, aber nur eine. Bossen, die muss ich. Nee, nix Kohle. Hier keine. Tja. Das ist das Kohle. Satz mit X, das war wohl nix. Aber da ist doch bestimmt hier in den Wägen was drin, oder? Hm? Kupfererz war drin. Ja, hab ich und, auch. Und eine Kohle. Cool. Ja, da hast du doch Kohle. Warte, ich habe auch welche. Ich gib sie dir mal. Warte. Sie da hingelegt. Zwei Kohle. Ja, super. Toll. Ja, wir brauchen nur zwei für die Tür, glaube ich. Vorbarren herzustellen. Ja, nein, nicht Tür. Ich will eine Kupfer... Mann, wie heißen denn die Scheißdinger jetzt eigentlich? Spitzhacke. Kaputt. Ach, ich kann ja nichts kaputt machen. Ich habe nur ein Schwert in der Hand. Gib mir Kohle. Da ist auch nichts. Ja, wenn ich wüsste, dass wenn man sich irgendwo reingräbt, dass man trotzdem Kohle finden kann. Warp zu friedliche Hügel. Okay. Ja, das war ich. Na, danke. Aber in dem Sinn sage ich dann auch mal tschüss, bye bye. Wir haben schon wieder total überzogen. Wie immer. Wir sehen uns. Ciao. Ja. Bäh.